Hallöchen und willkommen zu diesem Schlingel-Battle. Ja, meine lieben Freunde, heute kämpft Snosmo, aka Son Goku, gegen diesen Japaner auf dem Battlespot offensichtlich. Und dieses Battle hat sehr viele Daumen hoch bekommen. Und wie man sehen kann, 14 Wiedergaben, also werden es ein paar von euch wahrscheinlich schon gesehen haben, weil es anscheinend ein sehr cooles Battle war. Wenn nicht, dann eben nicht, dann gucken wir es uns heute zusammen an, meine lieben Freunde. Und das Battle soll ziemlich cool gewesen sein. In diesem 3 vs. 3 gab es meiner Meinung nach schöne Predictions. Er geht genau 5 Minuten, also kannst du gerne noch einen Kampf drin vorstellen. Deswegen werden wir heute wohl 2 Battles gucken. Das wird das erste sein. Und ich würde behaupten, let it go. Snosmo hat ein Garados, ein Stalos und ein Arcani dabei. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie die miteinander harmonieren. Denn der Gegner leadet mit einem Landris. Haben wir hier einen Double-Bedroher-Lead oder so? Ja. Beide bedrohen sich. Das ist interessant. Wie wird er jetzt... Was wird er jetzt tun? Tarnsteine wird er rauslegen. Interessant. Hatte er jetzt... Geht er für einen Drachentanz und dann für einen Eiszahn? Oder er... Oh mein Gott. Er geht straight für den Eiszahn und verfehlt den Eiszahn. Wow. Bruder. Mir würde hier so eine dicke Ader platzen, ne? So eine Krampfader, Alter. Instant mal einen Eiszahn verfehlen. Und die Tarnsteine gratis rausbekommen. Jetzt wendet er sich natürlich raus... Kommt mit seinem... Okay, kommt mit seinem Voltenso rein, was den Eiszahn natürlich easy tankt, weil er ist halt bedroht und es ist nicht Vierfachschwäche, sondern einfach normal. An der Stelle hätte man überlegen können, ob man den Switch nicht predicten will, weil ich glaube nicht, dass ein Demeteros drin bleibt, nachdem er einen Eiszahn gespottet hat. Jetzt kommt auf jeden Fall Stalos rein, Mega Voltenso oder Voltenso entwickelt sich, kriegt einen Bedroher raus, was ziemlich scheiße ist. Oh, geht jetzt aber für einen Volt-Switch. Okay. Und jetzt nicht für den Hitzekoller, sondern switcht raus, obwohl er einen Bedroher drauf... Oh, Doppelbedroher. True. Er hat also... Oh mein Gott. Er hat richtig ekelhafte Doppelbedroher am Start. Ne? Obwohl er hier auch zwei Bedroher hat, ne? Einmal auf Arcani und einmal auf Garados. Also der Bedroher ist real. Gerade in der Nuzlocke seht ihr, weshalb Bedroher so unglaublich gut ist. Diese Fähigkeit ist so gut. Das ist eine der besten Competitive-Fähigkeiten, period. Immer. Okay, Bedroher ist super wichtig. Nicht nur in Competitive, sondern auch in Nuzlocke. So, da predicted er das Erdbeben. Geht raus. Was wird jetzt reinkommen? Wahrscheinlich Mega Voltenso, um ja, wieder einen Bedroher rauszuhauen. Ne? Sie können halt immer kehrtwenden, Wall-Switchen, kehrtwenden, Wall-Switchen. Und der Core ist einfach super. Jetzt braucht er eigentlich nur noch was gegen Eis, weil die Bodenattacken, die gegen Mega Voltenso gut wären, die frisst halt Demeteros. Ne? Das ist halt genau so das Ding. Ne? Das ist einfach unglaublich gut, eine unglaublich gute Synergie. Jetzt bin ich gespannt, was der Boy da macht. Er ist jetzt auf plus 1, hat er einen Bedroher? Warte mal, Capoeira hat auch Bedroher. Hat er ein Triple Bedroher-Team am Start? Er outspeedet, oh mein Gott, er outspeedet wegen dem Drachentanz und musste nicht mal einen Mogelhieb fressen. Warum ist er nicht für Mogelhieb gegangen? Er ist auf jeden Fall für die Sprungfeder gegangen. Konnte dann wahrscheinlich dank des Crits rausnehmen, obwohl es Stab ist und eine sehr starke Attacke und sehr effektiv. Könnte vielleicht der Crit gemattert haben, ich weiß es nicht. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen, weil er den Eiszahn verfehlt hat. Okay, jetzt hat er natürlich einen zweiten Bedroher drin. Ist somit auf minus 1 durch den Bedroher, beziehungsweise durch den Drachentanz. Kriegt hier tatsächlich nochmal einen guten Hit raus. Weil Voltenso overpredicted hat. Und ja, jetzt wird es tatsächlich spannend. Voltenso wird rausgeswitcht, weil er nichts machen kann. Er war, glaube ich, hat er einen Hitzekoller gedroppt und ist auf minus 2 gegangen? Ich habe es irgendwie verpasst. Falls ja, dann kann er jetzt definitiv nicht auf nochmal einen Hitzekoller gehen. Denn dann ist es klar, für Stalos, da muss eine Steinkante raus. Vielleicht noch mit einem Crit, wer weiß. Das wird auf jeden Fall getankt. Ich weiß, es ist sehr effektiv und Stab, aber es ist ein Mega-Stalos. Und wenn die Steinkante jetzt durchkommt,
Macht der Rambos mehr Damage? Macht es tatsächlich, weil natürlich, das ist Stab. Und das reicht, um ihn hier rauszunehmen. Jetzt kann natürlich Megavolt Enzo reinkommen. Ganz, ganz einfach für den Hitzekollagen. Aber was ist, wenn dieses... Oh mein Gott, was ist, wenn das Arcani... Das war eine HP Ice. Okay, was... Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn dieses Arcani den Feuerfänger hat? Aber ich glaube, er hat einfach den Bedroher. Oder? Die Tarnsteine? Er hat nicht den Bedroher, sondern den Feuerfänger. Und kann das Ding mit einem Turbo-Tempo rausnehmen. Alter, nicht schlecht. Du hättest 2:1 gewinnen können, indem du einfach in Dingens geswitcht wärst. Ein Donnerblitz hätte dein Arcani niemals gekillt. Eine Kraftreserve wäre resistet worden und die Feuerattacken hättest du sogar gegessen. Du hättest sogar ein 2:1 rausholen können. Was natürlich ekelhaft gewesen wäre, ist, wenn der Donnerblitz dein Arcani paralysiert hätte, du die Fullpara bekommen hättest und dann... Ja, dann hättest du verloren. Aber die Chance wäre 10% gewesen, wobei ich das auch nicht jinxen will, denn du hast den allerersten Eiszahn schon gemisst und ja, das ist Unluck genug, würde ich behaupten, für einen Battle. Ja, ein cooles, spannendes Battle auf jeden Fall, mit coolen Predictions, muss man sagen. Das war's jetzt aber mit dem ersten Battle. Jetzt springen wir instant ins zweite Battle. So, da sind wir auch schon wieder mit dem lieben Felix, a.k.a. Schumpel. Cooler Name, Alter. Schumpel meinte, yo, cooler Kampf mit selten gesehenen Pokémon. Und ich glaube, da kann ich zustimmen, denn Regirock ist nicht so uncommon, aber definitiv auf diesem Kanal, ich glaube, noch gar nie gesehen. Registeel haben wir schon einmal gesehen oder so und Regice vielleicht auch, aber Regirock auf keinen Fall oder glaube ich zumindest nicht. Die dürfen mich natürlich korrigieren. Dann haben wir ein Tornupto, was man nicht allzu oft sieht, genauso wie ein Tauboss, wahrscheinlich ein Mega-Tauboss, was mich mega freut, denn das ist ein Mega-Pokémon, was einfach zu kurz kommt in meinen Augen. Aber in Ordnung, wir starten mal das Battle. Bin sehr gespannt, was da die Krux sein wird in dem Battle. Okay, der Gegner leadet mit Tyranitar und unser lieber Felix mit Forstelka. Der Sandsturm kommt natürlich nach oben. Jetzt ist die Frage, will er die Stachler oder die Tarnsteine rausbringen? Was macht Despota? Hat er einen Feuerzahn und geht deswegen auf einen Drachentanz, weil er sehr, ich würde mal sagen... Positiv ist, dieses Forstelka demnächst rauszuknallen. Er geht nochmal auf den Drachentanz. Er will sweepen. Instant. Hat er vielleicht sogar einen Flammenwurf? Wer weiß, vielleicht, ne? Das Ding wird sehr, sehr oft mixed gespielt. Und ich meine, yo, langsam würde ich mir Sorgen machen. Nee, es ist einfach nur ein stinknormales Steinkanten-Despota. Was aber auch ganz gut reinhaut, weil die Tarn, die Stein... Kante ist natürlich Stab und trifft Forstelka neutral, da das ja auch ein Käfer-Pokémon ist und nicht nur ein Stahl-Pokémon. Jetzt kommt ein, Beulenheld, okay, interessant. Er wollte nicht den Miss-Jinxen mit, mit der Steinkante, deswegen der Knirscher. Jetzt ist er halt auf plus 2, aber ich meine, ein Tempo-Hieb ist einfach vierfach effektiv. Und deswegen ist der liebe Felix auch drin geblieben. Denn selbst wenn er den Feuersturm oder den Feuerzahn gehabt hätte, hätte er ganz einfach mit einem Tempo-Hieb outspeeden können und vierfach effektiv töten können. Und auch das prediktet er. Das physisch-defensive Psycho-Pokémon, was aussieht wie ein Embryo, beziehungsweise wie eine Zelle, ne? Zytomega, was einen unglaublich krassen Bulk hat. Er prediktet natürlich, dass der Gegner rausswitcht, denn dieser ist nicht dumm, er weiß ganz genau, was Felix vorhat. Und kann sich so einen Zug sichern und mit Meganie Screens setupen, was ziemlich, ziemlich gut und wichtig ist, denn Meganie ist mindestens genauso ein fettes Pokémon wie Zytomega selbst. Ich meine, guckt euch mal den Stab-Damage an. Von dieser, ne, der Sandsturm macht genauso viel Schaden wie der Psychoshock, goddammit. Und das Ding hat natürlich Synthese. Wobei der Sandsturm die Synthese auch verringert, ne? Also die Heilung, die durch Synthese gemacht wird, ist auf jeden Fall verringert. Was wir jetzt wahrscheinlich sehen werden, denn ich glaube nicht, dass er alle KP zurückbekommt. Jawohl, seht ihr, normalerweise hätte das komplett geheilt, aber dank des Sandsturms eben nicht.
So, okay, wir sehen ein Mega-Stalos Zabimaru. Okay, interessanter Name. Geht vom Fluch. Also, der Gegner ist ja mal richtig real. Der will unbedingt die Setups ausfahren. Aber wenn man mal ehrlich ist, hat er auch nicht... Oh Gott. Drachenroute. Wie frustrierend das sein muss. Ich wollte gerade sagen, er hat nicht viele Möglichkeiten, ne? Die Hazards sind richtig gesetupt auf dem gegnerischen Platz. Er kann eh nur Screens ausstallen. Und ich meine, was könnte man da Besseres machen, als Fluch zu setupen, um mit Gyro Ball oder so zu sweepen? Aber, nope, nicht mit Meganie, denn wenn Meganie eine Drachenroute im Petto hat, schickt sie das Ding erstmal raus. Was eigentlich lustig ist, weil meistens Mega-Stalos mit Drachenroute gespielt wird. Ne? Also, Drachenroute kommt in der Regel von der anderen Seite und nicht von Meganie. Oh Gott, Meganie mit den Hazards. Goddammit. Und der Gegner hat tatsächlich ein Sandsturm-Team. Es hat kein Pokémon... Damage vom Sandsturm gefressen. Aber natürlich die Tarnsteine und die Spitzen, beziehungsweise die Stachler, ne, die Spikes, ziehen ziemlich krass am gegnerischen Team. Jetzt hat er den... Oh Gott, Alter, das macht ja nichts. Jetzt hat er den Gegner aber in Pokémon reingeswitcht, was Meganie sehr effektiv trifft, aber durch den Reflektor und den natürlichen Bulk von Meganie macht es einfach gar nichts. Und er hat auch den Gift-Heap nicht bekommen. Ne? Also das Gift vom Gift-Heap und vom Giftgriff, falls das Giftgriff-Set war. Es hat keine Poison bekommen und das ist schon mal sehr glücklich, würde ich sagen, an der Stelle. Geht wieder auf den Drachen, auf die Drachenroute, also er setzt auf die Drachenroute-Strategie. Und ich glaube, der Gegner merkt, dass er an der Stelle nicht aufsetzen kann. Oh mein Gott! Geht für ein Toxin, weil er hofft, das Meganie so schnell wie möglich zu zerstören. Geht zu Karpilz rein. Was natürlich den Aufheber hat. Und somit auch den Toxic Orb. Und somit komplett die Vergiftung negiert oder auflöst, ne? Er spielt also extra ein bulkiges Pokémon, was schwach gegen Giftattacken ist. Und das Toxin magisch anzieht, um Karpilz reinzuswitchen. Das ist auf jeden Fall sehr intelligent. Der Abschlag wird natürlich resisted und ja, ein Toxic Orb zu verlieren ist jetzt für ein Karpilz, was eine Toxin gegessen hat, nicht unbedingt tragisch, sage ich jetzt mal. Natürlich muss jetzt der Gegner gucken, wie er gegen Karpilz vorgeht, weil ich meine, das wird auch resisted, ne? Also ich meine, Karpilz resistet alle deine Moves und trifft dich neutral, wird zwar vom, ne? Der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass der Gegner drin bleibt, ist wirklich, um Gliscor mehr oder weniger zu sacken. Genau, um die Screens auszustallen. Und er profitiert ja auch vom Aufheber, ne? Ich kann mir... Oh mein Gott, er predicted. Er predicted das einfach und geht für den Delegator. Also entweder hat er verdammt nochmal Glück oder er hat tatsächlich den Protect... Mit der Regeneration vom Aufheber predicted und geht auf den fucking Delegator. Oh mein Gott, das ist echt nicht schlecht gespielt. Das ist richtig gut gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dieser Delegator bricht nach diesem einen Erdbeben. Bricht tatsächlich, okay. Wow. Interessant. Der Sandsturm ist jetzt auch ausgelaufen, das bedeutet... Ja... der Damage lässt ein wenig nach auf Karpilz. Warum er jetzt auf den Protect geht, ist mir fremd, weil ich meine, Karpilz regeneriert genauso KP wie Gliscor und Gliscor tankt keine Samenbomben mehr. Ganz knapp, oder? Doch, er könnte noch einen tanken, obwohl, geht er jetzt raus zu... Branawat? Bro, das Ding wird geone-shotted, das hat eine Vierfachschwäche gegen Karpilz. Er opfert es. Er opfert einfach Branawat, um einen Safe-Switch, also einen Switch, einen Safe-Switch zu bekommen. Okay, krass. Dann muss seine Strategie ja sehr gut sein, um diesen... Also, das Karpilz zerstört das ganze gegnerische Team, ne? Ein Sandsturm-Team, was aus Boden, Stein, Pokémon besteht, gegen ein Kampfpflanzen-Pokémon. Ja, also... Wird richtig auseinandergenommen. Ich an des Gegners Stelle wäre jetzt rausgeswitcht, um einen Sleepwalker zu bekommen. Weil jetzt hat er seinen
sein einziges Pokémon, was irgendwas gegen dieses Karpels machen kann, gerade einpennen lassen. Na? Wobei er wiederum einen Switch-In für einen Psychoshock gehabt hätte. Mit diesem... Alter, also er hat echt einen guten Core. Ne? Er kennt seine Pokémon und er weiß ganz genau, was für Attacken kommen können, um diese irgendwie zu triggern. Jetzt ist nur das Problem, hat das Kramchef einen Kraftkoloss oder einen Sturzflug? Der reicht für dieses Despotar, denn es könnte Hochmut haben. Und der Hochmut wäre natürlich ziemlich ekelhaft. Nein, aber der Gegner droppt den Kraftkoloss. Und das macht Damage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er hier auf Karpels geht. Ich meine, ja, er kann jetzt revengen, aber das war Damage auf Karpels, den er nicht gerne hätte. Oder den ich nicht gerne hätte. Despotar geht natürlich raus, um den Sandsturm nochmal reinholen zu können, falls das gebraucht werden sollte. Er geht für den Delegator. Oh je. Ist es ein Sub-Punch, Karpels? Er überlebt den Sandsturm und dank dem Aufheber wird der Sandsturm keine Gefahr für ihn werden. Ja, wie gesagt, ich wäre einfach für einen Kraftkoloss gegangen mit dem Kramchef. Kramchef outspeedet auf jeden Fall einen Despotar auf neutralem Init und hätte dann den Hochmut gehabt, um den Boost oder um den Attack Drop wieder aufzufangen. Aber in Ordnung. Anscheinend hatte der Gegner noch irgendeinen guten Switch-In für Kramchef. So. Karpels kann mit Samenbomben jetzt das gegnerische Team sehr, sehr stark schwächen, Leute. Zabimaru. Okay, Zabimaru kommt rein. Was will Zabimaru tun? Gyro Ball? Gucken wir mal. Oh, er hat den Sub-Punch. Er hat den Sub-Punch und er hat ihn so lange... preserved, um ihn jetzt zu revealen, jetzt wo der Gegner mit Erdbeben kommt. Und das ist ein totes, damn, Alter, das ist ein totes Mega-Stalos. Ich meine, Mega-Stalos, yo, alle Ehren dem Boy, aber einen fucking, einen Power-Punch von Karpels tankst du nicht einfach so mit 70% der KP, ey. Holy shit. Dieses Karpels! Oh mein Gott, Regirock, ja, GG. Dieses Karpels knallt das Gegnerteam weg. Das ist einfach unglaublich. Vor allem Toxic Orb Karpels ist so gut, weil man es einfach nicht mehr verbrennen und paralysieren und einschläfern kann. Und es regeneriert permanent. Ne? Es ist einfach echt gut. Oh, Kramchef. Okay. Also er wollte Karpels unbedingt preserven. Yo, Meganie, Gigasauger, obwohl im Sandsturm wäre das auch wieder weniger gut. Vor allem, Regirock ist zwar vor allem physisch defensiv, aber er ist halt naturell sehr, sehr bulky. Und im Sand ist er natürlich das noch um einiges mehr. Ja, Meganie kommt wieder rein, um die Screens zu setup. Alter Schwede, das macht null Damage, Alter. Ich meine, einerseits wird es vom Reflektor halbiert, andererseits wird es resisted und nochmal halbiert und es ist nicht mal Stab. Das heißt, oh Gott, oh mein Gott, der Sandsturm verfällt und die Synthese heilt wieder die Hälfte. Oh mein Gott, wenn ich der, ne, ich anstelle des Gegners, ich wäre sau frustriert. Das Einzige, auf was er hoffen kann, ist jetzt wirklich einen Crit zu bekommen auf seine Steinkante und das Ding zu Tode zu paralysieren oder so. Ansonsten Drachenroute. Okay, ansonsten geht das Meganie einfach immer wieder für die Synthese. So, und jetzt ist das Problem, dass... jetzt ist das Problem, dass er Regirock wieder reinbringen muss. Erstmal gegen Karpels. Ist es schon sein... Nee, es ist noch nicht sein letztes Pokémon. Ja, er muss Regirock auf jeden Fall nochmal reinbringen gegen Karpels. Und das erfordert dann auch wieder einen Switch... Vorder, ne? Deswegen Drachenroute war gar nicht mal so ein schlechter Play. Vor allem, weil er jetzt Despotar reingebracht hat und er ihn nicht mehr Death fordern kann. Und den Sandsturm kann er auch nicht mehr setupen, weil die Hazards ihn rausgenommen haben frühzeitig. Und jetzt, oh je, die beiden bulkigsten Pokémon, eins davon ist paralysiert und holt sich gerade die KP zurück mit Synthese. Das andere haut gerade ein Gedankengut rein.
Boah, Junge, also jedes Mal, wenn ich Zytomega sehe, Alter, oder Mega Ordoch oder so, oh, Junge. Stimmt, der hat ja noch Mega Tauboss. Oh Gott, das war... ja, das war ein Crit. Das war's mit Mega Tauboss. Ich hätte gerne Tauboss gesehen. In Ordnung. Jetzt wird eine krasse Eruption kommen. Regirock resistet die Eruption, aber yo, du hast keinen Sandsturm mehr und das ist ein fucking Tornupto mit einer fucking Eruption. Jetzt kommt's drauf an. Naja gut, ich glaube, er killt nicht mal. Ich glaube, er killt sogar, wenn er nicht Specs ist. Oh Gott, wieder ein Crit. Ich weiß nicht, ob es gemattert hat. Das könnte gemattert haben. Wobei, Regirock hatte schon sehr, sehr wenige KP. Zytomega interessieren die Hazards nicht, weil Zytomega hat ganz einfach Magie-Schild. Aber die Eruption interessiert Zytomega. Das hat mega heftigen Damage gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich Specs. Und mit so wenigen KP, die er abgezogen hat, wegen den Schilden, reicht natürlich auch die zweite Eruption, um Zytomega rauszunehmen. Und das war's. Das war's mit dem Battle gegen Luke. Oder Luke. Ne? Es ist nicht Luke, es ist nicht Luck, sondern es ist Luke. Luke. Okay, krass. Okay, also, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Battle. Ein paar coole Pokémon dabei. Schade, er hat mega Tauboss nichts reißen können. Aber in Ordnung. Es war ein Crit und, naja. Ein sehr, sehr souverän gespieltes Match. Gute Predictions dabei gehabt. Sehr stabile Core-Pokémon dabei gehabt. Meine Fresse, also für das Toxin easy mal Karpilz reingeswitcht und für die Psycho-Attacken für Karpilz, Kramchef und so weiter, also dann der überraschende Sub-Punch für Mega-Stalos, den ich ehrlich gesagt nicht mehr erwartet hätte. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Wirklich sehr gut gespielt. Okay, Leute, das war's aber für dieses Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Vergesst nicht, bei den anderen Projekten einzuschalten. Ne? Wir haben noch zwei Logs am Laufen und dann noch Pack-Openings, die ich rausgehauen habe. Und dann noch hier die Wi-Fi-Battles, die jetzt wieder neu dazukommen werden mit Sonne und Mond. Und natürlich die Schlingel-Battles, die ihr auch ab dem nächsten Mal wieder abchecken könnt. Haut rein, Freunde. Ich danke euch für euren krassen Support und bis zum nächsten Mal.